Tada! Weil der Lugion jetzt mein letztes Unboxing so doof unterbrochen hat, habe ich jetzt auch was geholt, was er eigentlich holen wollte. Und jetzt machen wir das einfach auf. Mal gucken. So, das ist wie immer. Wir haben eine spitze Gegenstände und komische Seiten. Ich sollte wieder mit dem Telefon aufnehmen. Das ist irgendwie doof, hier immer mit links alles aufzumachen. So. Das Lustige ist, der hat schon ganz lange auf das Paket gewartet und ich habe es einfach versteckt. Voll lustig. So, ne? Wie immer, deshalb vorsichtig sein, nicht drauf, das könnte alles kaputt gehen. Und das hier ist eine Sammlerfigur, ne? Und ich habe ja gesehen, dass der Sammlerfiguren immer aufreißt und das geht ja gar nicht. Bei Hot Toys-Figuren, das ist eine Sache, die kann man wieder in die Packung zurückpacken. Aber wenn du dann so eine Action-Figur hast, dann geht das meistens nicht mehr. Weil dann hast du da so eine Verpackung. Ne? Kennt ihr bestimmt. Diese Plastikverpackungen mit der Pappe hinten dran. So, was haben wir hier? Rechnung. Papier. Komisches Papier. Visitenkarte. Wo ist denn jetzt die Figur? Habt ihr doch bestimmt gesehen das letzte Mal. Das war dieser komische, dieser Echsenmann. Und da war doch so ein Karton dabei und... Edelvollmilch. Herr der Ringe? Habe ich jetzt das falsche Paket versteckt? Ohne Messer. Voll toll. Mal gucken, was hier noch so drin ist. Dann müssen wir das Paket ein anderes Mal auspacken. Voll die coole Folie. Voll cool. So. Boah, das ist ganz schön verbuggt. Also so wie in Back. Kennst du? Das ist Englisch für Tasche. Also verbuggt. Oder verpackt. Irgendwie ist das ein komisches Wort, verbuggt. Verbuggt sollten wir öfters zu solchen Sachen sagen. Also das hier ist ganz schön krass verbuggt. Aber langsam verliere ich die Geduld. Wie jetzt? Ist ja doch die Figur, die wir... Aber wo ist denn die Verpackung? Wie soll denn der Wert erhalten bleiben, wenn die Verpackung gar nicht dabei ist? Das geht doch nicht! Yeah.
Ja.